Neuer Shop ist gleich da in knappen 5 Sekunden und mal schauen, was dann dort heute reinkommt, denn gestern gab es da die Ariana Grande zurück und ich glaube mal, die wird bleiben. Oh, der J Balvin ist nochmal zurück. Interessant. Das Melloversum-Paket, also die ganzen Marshmallow-Sachen. Oh, okay, Silk Sonic-Paket auch nochmal. Also richtig viele, ja ich sag mal Ikonen sind nochmal am Start. Sehr nice. Und hier Mecha-Waffenteam-Paket. Darunter, oh, Gutschupperin zurück. Einfach mal Gutschupper-Skin am Start. Und die steht immer noch, dreht die Musik auf. Also das passt ja immer noch nicht, weil das sind ja eigentlich Halloween-Sachen. Aber Gutschupper am Start. Nice. Tägliche Sachen. Und Ariana Grande auch noch geblieben. Ich glaube, hier unten wird dann alles noch gleich sein. Okay, 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 okay. Also echt ultra viel Sachen am Start. Aber wir fangen mal oben an mit dem J Balvin-Paket. Gehe ich mal ganz schnell durch. Hier gibt es einmal den J Balvin. Ist ja, glaube ich, auch ein Musiker. Hier gibt es dann noch Rückenaccessoire und passende Hacke dazu. Gleiter auch nochmal am Start und das Emote hier. Ja, ist ein nice Paket gewesen. Ich glaube auch schon bestimmt ein Jahr her. Darunter das Melloversum-Paket. Das ist ja relativ neu, kann man sagen. Hier gibt es den Marshinobi. Ist halt einfach ein Marshmallow-Skin im Shinobi-Look. Hier gibt es dann noch Rückenaccessoire und die Hacke hier. Die Marsha ist auch nochmal am Start mit Rückenaccessoire, ebenfalls mit einer Hacke noch. Und dann gibt es hier noch eine Mode. Sehr nice. Okay, ansonsten das Zeug auch nochmal einzeln kaufbar und hier gibt es auch noch ein Musikstück. Darunter das normale OG Marshmallow Paket. Das ist ja echt schon sehr, sehr alt aus Season 7. Hier mit dem Marsh Posen Mode, wie man sieht. Hier gibt es auch noch eine Hacke dazu und einen Gleiter. Und hier ist halt noch der alte Marshmallow, der OG Marshmallow Skin am Start. Den gibt es ja auch hier in der dunklen Variante. Sehr, sehr nice Paket. Okay, darunter Silk Sonic Paket am Start. Silk Sonic ist ja so eine Musikgruppe halt mit dem Anderson Park und dem Bruno Mars. Hier gibt es ja noch Rückenaccessoire, was auch eine Hacke war. Silk Sonic, hier diese Trommel als Rückenaccessoire vom Anderson Park auch nochmal am Start. Mit der Hacke hier. Und dann gibt es noch einen Mode. Und auch ein Musikstück hier. Echt ein nices Paket gewesen. Darunter das im Mecha-Waffenteam-Paket, muss man glaube ich gar nicht viel zu sagen, ist glaube ich jeden Monat einmal hier. Okay, die Wiki daneben nochmal zurück. Auch hier mit Emote und mit Hacke. Interessante Sachen. Hier wie gesagt die Goldschupperin am Start. Ist natürlich ein sehr, sehr beliebter Skin. Dass die nochmal zurück ist, wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute freuen. Hier gibt es den normalen Stil und halt auch diesen zweiten Stil, der noch relativ neu ist. Okay, Brainiac ist halt auch so gesehen ein Goldschupper-Skin halt in männlicher Variante. Dann gibt es noch Operation Black Tabby, warum auch immer. Also ich finde, die hauen viel zu viele Sachen raus, die eigentlich gar nicht hier sein müssten. Aber naja, ansonsten die täglichen Sachen nochmal hier. Atlantis-Fee-Stäbchen, dann gibt es noch Taktikoffizierin, Team Burger und passend Team Tomate nochmal am Start. Und dann gibt es noch hier Sonnenspross und zu guter Letzt Schlenker. Und ob was Seltenes hier ist, gucke ich mal schnell nach. Okay, tägliche Sachen kann man sich denken, ist alles nur einen Monat her. Und darüber das Operation Black Tabby Paket ist auch nur einen Monat her. Brainiac und Gutwörin ist 341 Tage her, also knapp ein Jahr her. Schon sehr nice gewesen. Das Zeug auch nur einen Monat her. Und die Sachen hier drüber werden echt immer interessanter, denn das Zeug erstmal 189 Tage her. Hier darüber die Marshmallow-Sachen 132 Tage her. Aber ganz oben das Shell Balvin-Paket ist 391 Tage her. Okay, also schon wieder echt sehr selten, knapp 400 Tage her. Sehr, sehr nice. Also hier oben ein sehr seltenes Paket und halt unten auch die Goldschupper-Sachen am Start. Das ist echt sehr cool und im Grunde war es das auch schon. Wie man sieht, auf jeden Fall ein unendlich langer, großer Shop.